So, meine Lieben, ich habe hier einen schönen knisternden Papierstapel in der Hand und ich habe Papier gefärbt. Das Wetter war mir egal in dem Fall, weil ich habe nicht draußen gefärbt, sondern in der Küche. Und wie ich gefärbt habe und all diese Papiere hier gemacht habe, das zeige ich euch gleich im Video. Ich muss nur kurz die Kamera umbauen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also, wir sehen uns gleich wieder in meiner Küche. So, ihr Lieben, ich bin jetzt im Wald und auf der Wiese gewesen und ich habe einen riesigen Haufen von Blüten und Blättern mitgebracht. Das sind alles Pflanzen, die man eigentlich überall findet. Also nicht nur hier speziell jetzt in Österreich, da wo ich lebe, sondern die wachsen eigentlich wirklich überall. Also das hier sieht aus wie Brennnessel, ist aber keine Brennnessel. Also ich habe nichts mitgenommen, was sticht. Ich habe nichts mitgenommen, was giftig ist. Und ich habe auch nichts mitgenommen, was irgendwie selten ist. Wenn ihr mit Kindern das Ganze machen möchtet, dann achtet bitte darauf, dass ihr keine giftigen Pflanzen mitnehmt und dass die Kinder sich die Hände waschen und nicht Pflanzen pflücken und dann die Hände in den Mund stecken. Ganz besonders dann nicht, wenn ihr euch mit den Pflanzen nicht so wirklich auskennt. So, das war die Sicherheitswarnung vorneweg. Ihr seht, also das ist ein Riesenhaufen. Die werde ich nie und nimmer alle verarbeiten können heute. Was ich nicht verarbeiten kann, kommt auf den Kompost. Kommt zurück in den Kreislauf, keine Sorge. Dann habe ich aufgebaut meine Sizzix Big Shot mit den ganzen Platten, die dazu gehören. Ich habe ein Häufchen weißes Kopierpapier, ist ganz stinknormales Kopierpapier, kein Shishi, keine Besonderheit, nicht vorgefärbt. Dann habe ich mir hier zurechtgestellt eine Sprühflasche mit Instant-Kaffee, kalt, also der ist schon kalt. In diesem Glas ist Rostwasser drin. Das werde ich mit diesem alten Pinsel auftragen. Dann habe ich eine Schere, um die Blätter ein bisschen zurechtzuschneiden. Und ich habe mir noch ein paar Farbsprays hingestellt. Das hier sind alles Distress Oxide Sprays. Das sind also die sechs Farben, die ich habe. Und ich habe mir noch ein bisschen hier so andere Farben zurechtgestellt. Das sind jetzt hier verdünnte Druckertinten. Und das hier ist ein Spray mit Mica Powder und Pouring Medium für Acrylfarben. Ja, das war, glaube ich, so das Wesentliche, was ich mir hingestellt habe. Und jetzt werde ich schauen, dass ich die Kamera irgendwie einspanne, damit ich euch den Färbeprozess hier so ein bisschen live zeigen kann. Das ist ein bisschen so ein Trial-and-Error-Video, das heißt Versuch und Irrtum. Versuch macht klug. Ich weiß noch nicht, was hinten rauskommt. Ich habe aber eine grobe Idee. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt hier irgendwas sehen. Die Big Shot sollte im Bild sein und das Papier sollte im Bild sein. Das ist das Wichtigste, denn damit beginnen wir jetzt eigentlich. Ich nehme hier mein Druckerpapier, lege das gerade mal auf die Seite, den Stapel, und fange mal mit einem Blatt an. Ich falte mir das auf die Hälfte, denn in die Big Shot geht ja nur die Hälfte rein. Dann mache ich das wieder auf und ich fange jetzt einfach mal an, das ein bisschen zu befeuchten hier. Ich mache jetzt erstmal hier so ein bisschen Kaffee drauf, nicht allzu viel. Und vielleicht mache ich mal ein bisschen so ein blaues Spray drauf. So, und dann lege ich mir ein paar Blüten da drauf. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt tatsächlich blau färben oder eher nicht. Da bin ich jetzt komplett überfragt. Ich lege sie mir einfach nur hin und warte, was passiert. Und natürlich soll da unten auch noch irgendwelche Blätter hin. Ich weiß noch nicht welche. Vielleicht wären Farn oder sowas nicht schlecht, wenn ich einen finden würde. Oder hier solche Ackerschachtelhalm-Gebilde. Das ist ja auch mal ganz witzig. Ob das funktioniert, kann ich euch alles nicht sagen. Ist alles Versuch und Irrtum. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ich weiß es nicht, ob das klappt. Keine Ahnung. Ich will es aber einfach mal versuchen. So, das lege ich auch noch drauf. Jetzt werde ich aber noch mal oben drüber ein bisschen Distressfarbe machen. Ich hoffe, dass das klappt. Dass ich mir hier nicht alles einsaue. Das ist ein sehr helles Blau, wie ich sehe. Ich saue mir natürlich alles ein, ist ja klar. Müsste da noch irgendwas drunter legen, damit ich hier nicht alles besprühe. Vielleicht besser so. Dann mache ich noch mal ein bisschen Kaffee drauf, der ist ja wie Wasser. Und jetzt falte ich das ganze Ding zusammen und presse das zusammen. Zack. So. Und jetzt kommt nämlich der Augenblick der Big Shot. Ich lege alles dazwischen. Wie ein Sandwich, ganz normal. Ich nehme alle Platten, die dabei sind, um ordentlich Druck aufzubauen. Und dann wird das alles da durchgekurbelt. Ja, das wird jetzt alles schön platt gedrückt. Ich hoffe. Moment, ich muss mir ein Tuch holen.
Kann sein, dass da vorne irgendwie Farbe rauskommt und dann möchte ich das ein bisschen auffangen. Oh, man hört es richtig knirschen. Ah, ja, jetzt kommt da vorne nämlich Farbe raus. Seht ihr? Das Grüne. Ich weiß nicht, welche Pflanze da jetzt so stark ausgeblutet hat. Ist ja auch egal, letztlich. Okay. Da hat so einiges ausgeblutet. Ziemlich cool. Jetzt werde ich dieses Tuch da nochmal oben drauflegen, glaube ich. Oder beide. Moment. Ich drehe das jetzt mit diesem Tuch durch. Ganze Runde nochmal mit Tuch. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen aufsaugt. Ja, ich glaube, da kommt nämlich noch mehr raus. Naja. So, und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Wir machen das Paket auf. Könnt ihr überhaupt was sehen? Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Gut, also ich mache auf. Ich hole dieses Tuch raus. Das ist ganz schön nass geworden. Ja, ich habe sehr viel Flüssigkeit drauf gemacht. Das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Müssen wir beim nächsten Mal ein bisschen korrigieren. Aber es kann durchaus sein, dass es einigermaßen gut gefärbt hat. Fangen wir mal an. Ich bin gespannt, ob da irgendwas bei rumgekommen ist. Okay. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Es hat ganz hübsche Abdrücke gegeben, aber ich glaube, insgesamt war zu viel Fusselkram dabei, also zu viel so Kleinzeug hier. Ich sollte es mehr mit den Blättern versuchen, denke ich mir. Ja, das hat es ganz schön zerfetzt. Hoi. Okay. Gut, ich muss schauen, wie ich das jetzt hier runterbringe. Ach, das kann man einfach so abrubbeln. Okay, das ist gut. Das war der erste Versuch. Mein Gott, das kann ja nur besser werden. Also starten wir den nächsten Versuch. Dieses Papier ist jetzt mit festgeklebt irgendwie und hat auch ein Muster bekommen, interessanterweise. Schaut, das Papier ist auch mit, dieses Küchentuch ist auch mitgeprägt irgendwie. Das hat auch ein Muster gekriegt. Interessant. So, dann schauen wir, was da rausgekommen ist. Ne? Ich bin gespannt, ob diese Variation besser ist oder bessere Ergebnisse liefert wie das vorherige. Aha, okay. Das sieht jetzt schon interessant aus, dieses Blatt. Aha. Ich glaube, das Rostwasser provoziert den... okay. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, aber das Rote, das hätte ich mir eigentlich sparen können. Ne? Also ohne das Rote, sind ein paar Löcher drin, der Stiel war ein bisschen zu dick. Das Rote hätte ich mir sparen können, das ist jetzt gar nicht so... Das ist jetzt gar nicht so dolle, das finde ich jetzt... Naja, aber die Seite gefällt mir echt gut. Also Rostwasser und Kaffee scheint eine super Kombination zu sein. Probieren wir mal weiter. So, hier haben wir wieder das
Küchentuch. Ja, es ist jetzt noch ein bisschen weiter gefärbt und gemustert. Kann man vielleicht auch für irgendwas verwenden. Und das Spannende wird ja jetzt das hier. So, ich bin gespannt. Machen wir es auf und schauen mal rein, was jetzt da passiert ist. Mhm. Okay, ich muss sagen, diese Blüten haben jetzt ihren Zweck nicht wirklich erfüllt. Aha, okay, die Blätter, naja, wie man es nimmt. Die Blüten, die haben sich komplett aufgelöst und schauen eigentlich nach nichts mehr aus. Kann man sich also sparen. Also falls ihr die Idee hattet, solche Blüten, Kleeblüten oder sowas zu verwenden, könnt ihr euch sparen, schaut nach nichts aus. Das sind jetzt einfach nur noch so Flecke. Flecke auf dem Papier. Und ich muss das Furzelzeug hier komplett abrubbeln. Also das machen wir nicht mehr. Okay, was soll man davon halten? Ich weiß es nicht. Die Blätter wären ganz okay gewesen hier. Das ist schon nicht schlecht. Aber diese Blüten sparen wir uns beim nächsten Mal. Die schauen ein bisschen aus wie Edelweiß. Sind es aber natürlich nicht. Also, und dann kommt das nächste, würde ich sagen. Wir machen hier einfach nahtlos, zack, 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 weiter. So, schauen wir mal, was da draus geworden ist. Okay, wir öffnen den ganzen Packen. Upsala, das ist recht nass. Oh, warum klebt das denn so? Ah, das dürfte das Acrylmedium sein. Ja, natürlich. Da muss man echt aufpassen, ja. Mhm. Es ist ganz interessant mit dem Blau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ganz schlecht ist. Aber diesmal gefällt mir eindeutig diese Seite hier besser. Die mit dem Rost, da habe ich einfach Rostwasser auf die Blätter gestrichen. Ich meine, auch das hier sieht nicht schlecht aus, ja, durch diesen Glanz und so. Aber ich muss sagen, das mit dem Rost und Kaffee ist mein Favorit bisher, ja. Und jetzt machen wir mal eins nur mit Rost und Kaffee. Das ist das Ergebnis. Dann machen wir das auch auf. Ich bin so neugierig. Ich kann nicht warten, bis das trocken ist. Vielleicht könnte man noch warten, bis es trocken ist, aber ich kann nicht. Ich bin viel zu neugierig. Das schaut sehr gut aus auf der Seite hier. Das finde ich sehr gut. Top-Ergebnis. Und diesmal ist die andere Seite auch relativ gut geworden. Wahrscheinlich liegt es tatsächlich am Rostwasser. Das ist das Rostwasser, was ich auf beide Seiten aufgetragen habe, ne? Beide Seiten vom Blatt. Das hat tatsächlich diese Färbung verursacht. Wirklich, wirklich gut. Also das ist echt cool. Sehr schön. Dennoch hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Farbe in der ganzen Sache drin. Und Farbe haben wir ja jetzt eigentlich nicht wirklich drin. Wenn wir einfach nur so irgendwas mit Rostwasser machen, haben wir nicht besonders viel Farbe, ne? Das ist eher so ein bisschen matt.
Das schaut ja auch interessant aus. Ich schaut euch das mal an. Ist das nicht auch spannend? Super spannend irgendwie, gell? Das finde ich echt interessant. Also dieses Rost und Uncharted Mariner, das scheint keine üble Kombination zu sein. So, die Spannung steigt. Hoffe ich zumindest. Also bei mir steigt sie auf jeden Fall. Dann, das kriege ich gar nicht auseinander. Ach so, doch, jetzt geht's. Oh, okay, ich glaube, das könnte interessant sein. Oh, Ohohoho. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich interessant geworden. Aber dieses dünne Blatt hier, das hat es natürlich mal wieder komplett ins Papier geprägt sozusagen. Da muss ich gleich ein bisschen rubbeln. Ah, oh, das schaut gut aus. Und es gefällt mir, muss ich sagen. Dieses Blau, schaut euch das mal an. Also ich finde das echt ziemlich cool, das Ergebnis. Also Oxide mit Rost und Kaffee. Das probieren wir gleich nochmal mit einer anderen Oxide-Farbe aus. Schauen wir, was da passiert ist jetzt. Wir haben dieses Velvet, Victorian Velvet verwendet. Dann machen wir das auf. Oh ja, da ist viel Rost drauf gewesen, glaube ich. Ne? Kann das sein? Sieht nach viel Rost aus. viel Rost. Okay, ja, diesmal haben wir auch so ein bisschen Rosa mit drin. Ja, es ist ein bisschen Rosa. Also ganz schlecht ist es nicht, aber es ist jetzt auch nicht weltbewegend. Also mit dem Rosa, das ist jetzt nicht so toll. Bisher gefällt mir das Uncharted Mariner eigentlich am besten, aber ich würde auch noch mal dem Tumbled Glass einen Versuch gönnen. Den machen wir einfach jetzt. Das ist das eigentliche Objekt der Begierde. Dann schauen wir gleich mal rein, was das ist. Okay. Ja, was soll ich jetzt davon halten? Ne? Was soll ich jetzt bitte davon halten? Das war jetzt nicht so gut, denke ich. Ne? Das war jetzt echt nicht so gut. Ich meine, manche Blätter schauen ganz gut aus. Aber insgesamt muss ich sagen, ist mir jetzt das zu dunkel. Das ist zu wenig von diesem Hellblau und es ist einfach insgesamt zu dunkel. Das wird zwar noch ein klein wenig heller, wenn es trocknet, aber so insgesamt, ich finde es ziemlich dunkel. So, einen machen wir noch, oder? Einen machen wir noch. Und dann werde ich euch quasi entlassen ins Selbertun. Und ihr solltet dann tatsächlich einfach mal selbst anfangen, irgendwas auszuprobieren. Wenn ihr keine Pickshot habt, ja, wenn ihr keine Stanzmaschine habt, lasst den Kopf nicht hängen, weil ihr könnt genauso gut Nudelholz nehmen. Nehmt einfach ein Nudelholz, ja. Ich habe jetzt kein Nudelholz, sonst würde ich euch das zeigen, dass das auch funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe keines. Ich kann es euch nicht zeigen. Ja, auch wenn ich gerne würde. Geht nicht. Geht einfach nicht. So, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade hier tue. Es ist auch ziemlich wurscht.
Ich finde es echt spannend, was da so rauskommt, wenn man einfach sowas ausprobiert. Oh, der Löwenzahn, den hat es zerlegt, in der Tat. Komplett zerlegt. Das hat es auch komplett zerlegt. Es ist so komisch, wie unterschiedlich das ist mit den Blättern. Also welche funktionieren und welche nicht. Oder welche leicht funktionieren. Ich meine, funktionieren tun ja diese hier auch, aber ihr seht es ja selber, da muss ich immer noch die Blattreste jetzt so runterrubbeln. Das ist sicher nicht mein Favorite-Ergebnis hier, völlig klar. Wenn ich das vergleiche mit dem hier, also ich meine, da muss ich nicht lange überlegen, was mir da besser gefällt, ne? Oder, was sagt ihr, wenn ich das hier sehe und das hier, fällt die Entscheidung echt leicht, ne? Also das hier, ich werde versuchen, das nochmal irgendwie zu reproduzieren, hier mit dem Uncharted Mariner und dem Rost und eher dickeren Blättern. Ich muss gucken, was ich noch für dickere Blätter habe, die stabil genug sind dafür. Aber das gefällt mir ziemlich gut hier, in Blau. So, aber jetzt mache ich erstmal aus und ich zeige euch ja später sowieso noch, was alles entstanden ist. Und ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Wenn ihr keine Stanzmaschine habt, dann nehmt einfach ein Nudelholz, so, und wisst schon, so ein Teigroller, walkt da drüber. Aber nehmt bitte einen, den ihr nicht mehr fürs Essen verwendet. Und am besten nicht so einen aus Holz, sondern einen aus Kunststoff oder aus Metall, damit ihr den auch wieder sauber machen könnt. Denn ihr seht, es kommt immer eine Menge, ne? Es kommt eine Menge Dreck dabei raus und das müsst ihr irgendwie auffangen. Und das Rostwasser wollt ihr garantiert nicht in eurem nächsten Kuchen haben. Also hoffe ich doch wenigstens. Ja? Und falls doch, ladet mich bitte niemals zu Kaffee und Kuchen ein. Herzlichen Dank. Also, ich mache hier noch ein bisschen weiter, sodass ich meine gesammelten Pflanzen noch verwende. Geht auch mal raus, holt euch ein paar Blätter, holt euch Pflanzen, probiert das einfach mal aus. Nehmt die Farben, die ihr habt. Ihr könnt auch Wasserfarben nehmen, ihr könnt alles Mögliche nehmen. Aber vergesst nicht, Kaffee und wenn möglich, wenn irgendwie möglich, Rostwasser. Also Kaffee ist auf jeden Fall unverzichtbar. Und wenn ihr nur Kaffee habt und nur Nudelholz und Papier, macht es trotzdem. Es kommen einfach super, super, super tolle Sachen dabei raus. So, meine Lieben, jetzt sind wir fertig mit dem Färben. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert hat. Ich habe euch bei einigen Färbeprozessen mitgenommen. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, was ich da tue. Ich habe einfach alles Mögliche zusammengematscht und ich zeige euch jetzt die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Es sind, ich weiß nicht, 20, 30 Blätter geworden und dann musste ich erstmal aufhören, weil ich keinen Platz mehr auf dem Fußboden hatte, um die zum Trocknen auszulegen. Ich mache das ganz sicher nochmal. Das ist eine super schnelle und schöne Methode, um Fake Eco-Dyeing zu machen. Die Papiere sind jetzt alle getrocknet. Ich habe sie leicht gebügelt, also nicht super kräftig gebügelt, sondern nur leicht, damit sie nicht ganz so wellig sind. Und ich zeige es euch jetzt und sage kurz vielleicht, was ich da jeweils gemacht habe. Diese hier sind entstanden nur mit Kaffee. Da war überhaupt nichts anderes im Spiel, nur ein bisschen Kaffee aufs Papier gespritzt, die Blätter drauf, nochmal Kaffee drauf, gefaltet, durch die Big Shot gekurbelt und das ist das Ergebnis nur mit Kaffee. Ja, auf der Rückseite schaut es so aus, natürlich nicht ganz so toll, das ist klar. Man sieht nur relativ schwach hier diese Blattadern, aber immerhin ein bisschen haben sie sich abgedrückt. Ich war eigentlich schon von diesem Ergebnis total erstaunt, dass es nur mit Kaffee tatsächlich auch ein akzeptables Ergebnis gibt. Dieses hier ist ebenfalls ausschließlich mit Kaffee entstanden. Da habe ich ein bisschen andere Blätter verwendet, also Farne sind hier drauf. Man sieht auch das Grün vom Farn, das hat sich hier ein bisschen mit abgeprägt. Und hier sind einige Stellen ein bisschen dunkler geworden, weil ich einfach im Vergleich zu diesem hier mehr Kaffee aufs Blatt gemacht habe. Also hier habe ich mehr Kaffee drauf gesprüht und die Farne haben sich hier ziemlich gut abgedrückt. Also das ist schon mal gar kein so schlechtes Ergebnis. Für ein Naturjournal kann ich mir das total gut vorstellen. Auch dieses hier ist entstanden ausschließlich mit Kaffee. Auch wieder ein bisschen mehr Kaffee drauf und hier ist ein Farn drauf. Da habe ich auch einen Farn drauf gemacht. Ich finde es recht hübsch, aber ich denke, einzelne Flächen lassen sich sehr gut einsetzen. Bei diesem hier nun habe ich auch ausschließlich Kaffee verwendet, aber ich hatte eine Pflanze mit blauen Blüten aufgelegt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Waren es kleine Glockenblumen? War es was anderes? Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber diese blauen Blüten haben sich sehr gut abgedrückt mit dem Kaffee, muss ich sagen. Also die haben recht gut gefärbt und das schaut auch ganz interessant aus. Also ihr müsst euch das ja jetzt nicht so wird es ja nicht eingebunden im Journal, sondern man faltet das ja um, sodass das dann
nur noch auf einer Seite so zu sehen ist mit den Flecken, weil so schaut, so gespiegelt schaut das ein bisschen komisch aus. Das schaut dann aus wie diese, kennt ihr diese Rohrschachbilder, diese psychologischen Farbkleckse, aus denen man irgendwas erkennen soll? Ja, so schaut das jetzt ein bisschen aus, ne? Aber wenn man das dann so entsprechend faltet, finde ich, ist es wirklich akzeptabel. Auch dieses hier ist noch ein kaffeegefärbtes Papier mit ausschließlich Kaffee und einer kleineren Farmsorte. Und ein paar anderen Blätter noch. Ist auch ganz witzig geworden, also kann man auch durchaus verwenden. Sind alles recht helle Papiere. Jetzt kommen Papiere, die ein bisschen dunkler sind, weil ich da tatsächlich Rostwasser mit reingemischt habe. Kaffee und Rostwasser. Sonst ist hier nichts drin. Kaffee und Rostwasser. Ist auch total spannend geworden, weil das Rostwasser irgendwie so eine rötliche Färbung verursacht hat, wo es mit Kaffee in Kontakt gekommen ist. Da ist es meiner Meinung nach, ist es da sehr rötlich geworden oder so bräunlich rot. Und an den Stellen, wo es nicht mit Kaffee reagiert hat, da ist es so dunkel geworden, also so grau irgendwie, so steinfarben. Ich finde die Effekte sehr, sehr schön, gefallen mir richtig gut. Also kann ich mir sehr gut vorstellen als Seite im Journal. Das hier finde ich auch ganz spannend. Ist wieder mit Rostwasser gearbeitet. Und dieser Farn, den ich hier aufgelegt habe, da war das überhaupt ein Farn? Ich glaube, das war gar kein Farn. Ich glaube, das waren die Blätter vom stinkenden Heinrich. Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Also das weiß ich nicht mehr genau. Aber diese Blätter hatten eine leicht rötliche Färbung von Natur aus schon. Die waren ganz leicht rötlich gefärbt. Und die haben sich jetzt mit so einem dunklen Ton hier tatsächlich abgedrückt. Und das gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Also sowas als Seite finde ich mega toll. Gefällt mir richtig gut. Das ist so richtig Natur pur. Ja, hier haben wir dann nochmal Blätter mit, das war glaube ich Gänsefingerkraut, mit Rostwasser und Kaffee. Ebenfalls das hier. Das hier finde ich total spannend geworden. Das ist richtig cool. Das gefällt mir so gut. Also richtig super, diese Seite. Auf der anderen Seite hat es sich nicht so gut abgedrückt, aber naja, das ist halt so, ne? Wenn man einfach nur so Doppelprints macht. Hinten sind die Seiten auch ein bisschen gefärbt, aber natürlich nie so stark wie auf der Vorderseite. Das hier zum Beispiel, also das hier gefällt mir jetzt wirklich richtig, richtig, richtig gut. Denn hier haben sich sogar diese kleinen Samen, sind das Samen oder Blüten? Also das, was unter den Farnblättern unten drunter ist, diese kleinen Nüppelchen, die haben sich hier sogar richtig schön abgeprägt. Das sieht richtig klasse aus. Und die Blätter sehen natürlich auch richtig toll aus. Ne? Also das ist wirklich fantastisch, ne? Muss ich echt sagen. Also das ist wirklich ein super Ergebnis. Und das ganz ohne Kochen, ohne Alauen, ohne Energieverschwendung. Also ich bin wirklich fasziniert und begeistert von diesen Ergebnissen. Wieder Kaffee und Rost. Ja, so mittelprächtig. Das hier ist wieder wunderschön geworden, auch mit Kaffee und Rost. Ich finde das so schön. Also mir gefällt das einfach unfassbar gut. Ganz toll. Das hier, ja, da hatte ich ein paar Pflanzen drauf, die sich so zerquetscht haben beim Walzen. Das war nicht ganz so gut, aber das Endergebnis kann man trotzdem verwenden. Vielleicht als Collagefutter, muss man schauen. Das hier ist wieder sehr, sehr gut geworden. Das sind Eichenblätter. Das finde ich richtig mega. Also durch den Rost und den Kaffee hat sich das so wunderschön abgedruckt. Also ich war echt baff, als ich das ausgepackt habe hier quasi. Ne? Das ist so schön. Schaut euch das mal an. Also wirklich total faszinierend, oder? Ist das nicht herrlich? Ich finde das klasse. So, dann haben wir hier nochmal Rost und Kaffee. Warum ist das denn hier? Ist es so oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja, auch wieder Farne und ein paar andere Blätter. Ich bin mal überlegen, was hier in der Mitte ist. Das hier sieht ein bisschen aus wie ein Insekt in der Mitte. Es könnte eine dicke Biene sein, die da sitzt. Ja, okay, lassen wir das. Ja, das ist wieder Kaffee. Da war noch irgendwas Gelbes dabei, oder? Habe ich da schon Gelbversuche gemacht? Ich glaube, da habe ich ein bisschen Gelb mit aufgesprüht. So gelbe Druckertinte. Ist jetzt aber nicht wirklich nach meinem Geschmack geworden. Es ist nicht so toll, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, hält sich in Grenzen. Ist nicht wirklich so toll. Gut, egal, macht nichts. Hier habe ich dann ein bisschen rote Druckertinte mit aufgesprüht. Und hier war natürlich wieder Kaffee und Rostwasser im Einsatz, was wieder sehr, sehr schön geworden ist. Hier sind leider ein paar kleine Löcher im Papier entstanden, weil dieser Blattstiel sehr dick war. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Gut, das Rote, naja, hätte nicht unbedingt sein müssen, aber diese Seite hier, ja, wenn man das jetzt mal so rumnimmt,
diese Seite ist wirklich schön. Also das Blatt ist 1A abgedruckt. Wunderbar. Ja, auch hier lässt sich wieder feststellen, dass diese Blätter mit Rost am besten abgedruckt sind. Und hier habe ich ein bisschen ein Mika-Spray mit Acryl-Pouring, mit einem Pouring-Medium. Da habe ich mir also ein Spray mal gemacht. Das Video kann ich euch nochmal da verlinken. Das sieht auch ganz interessant aus, weil es so ein bisschen glänzt auf der Seite hier. Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass das Blatt hier glänzt. Finde ich ganz schön. Und ein bisschen Glanz hat sich auch auf dieser Seite abgedruckt. Gefällt mir gut. Hier habe ich was mit Distress Oxide Sprays versucht, mit diesem Victorian Velvet. Das ist ein altrosa Farbton. Ja, ist okay, ist okay. Nicht berauschend, nicht weltbewegend, aber ist okay. So, und hier habe ich jetzt ganz viel nur mit Kaffee und Rost gearbeitet. Hat sich das auch gelohnt? Ja, es hat sich auch gelohnt. Ne? Die Blätter sind sehr schön abgedruckt. Die Rückseiten sind auch immer verwendbar. Die sind halt nicht so auffällig. Ne? Weil es hat sich zwar durchgedrückt, aber natürlich nicht so wahnsinnig stark. So, hier habe ich jetzt etwas Blaues mit eingearbeitet. Ich glaube, das war dieses Tumbled Glass, wenn ich mich nicht irre. Tumbled Glass habe ich hier mit eingearbeitet. Ja, das weiß ich jetzt echt nicht. Also das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber ich glaube, so einzelne Elemente oder so als Collagefodder taugt es immer noch. Ja, als Collagefodder ist es immer noch gut. Die Rückseite ist auch okay. So, und hier habe ich jetzt Gelbes mit eingearbeitet. Ich glaube, eine gelbe... Was für ein Gelb war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Gelbe Acrylfarbe, Acrylspray... Oh, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Also das hier ist eigentlich viel zu chaotisch, viel zu viel Gelb und zu wirr. Hier kann man sicherlich einige Elemente rausholen. Hier diese beiden Blätter zum Beispiel haben sich ganz gut abgeprägt. Auch dieses hier, ja, muss man halt schauen, ne, was man da verwenden kann. Aber auch die misslungenen Sachen kann man ja noch für irgendwas verwenden, wenn es einfach nur Collagefodder ist. So, und das hier jetzt zum Beispiel, das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist mit Uncharted Mariner Distress Oxide Spray gemacht und mit Rost und mit Kaffee. Also ich bin von der Farbvielfalt auf diesem Blatt wirklich total begeistert. Und dieses Braun vom Kaffee und vom Rost und das Blau vom Distress Oxide Spray, das hat eine wunderbare Farbkombination ergeben. Das ist einfach traumhaft. Also es ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Sogar die Rückseite ist akzeptabel. Also das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das ist mein Favorite Paper. Ja, hier ist eins, was so richtig schön misslungen ist. Da habe ich einen Ackerschachtelhalm draufgelegt und noch irgendwelche blauen Blüten. Und beides hat sich quasi ins Papier gefressen. Ja, es ist ziemlich grün geworden, das ist richtig. Da geht auch nichts mehr ab, das ist jetzt so. Aber so, naja, gefallen tut es mir nicht. Rückseite ist genauso aussagelos eigentlich. Also das ist jetzt nicht wirklich, naja, es war ein Versuch. Es war einfach ein Versuch. Dann haben wir hier nochmal etwas mit Uncharted Mariner. Dafür noch ein paar andere Blätter. Ich finde, das sieht auch sehr schön aus. Eher zart und dezent. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier habe ich dann noch ein paar Experimente mit dem Oxide Spray Victorian Velvet gemacht. Diesem Rosaton. Warum sind die denn richtig? Na, ich weiß es gar nicht mehr. Ist leider wieder ein kleines Loch im Papier entstanden. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Das hier sind... Efeublätter, die haben sich recht gut abgedrückt. Und hier hatte ich Blüten drauf, jetzt weiß ich es wieder. Da waren so Blüten, eigentlich blaue Blüten. Die haben sich aber überhaupt nicht farblich niedergeschlagen, also gar nicht. Und da gab es sehr viel zu rubbeln, ich erinnere mich an die Stelle. Und das hier, das finde ich auch wieder richtig, richtig schön. Das ist auch eins meiner Favorites. Allein schon von der Farbe her natürlich, das sind halt einfach meine Farben. Ne? Dieses Blau und Braun, das ist einfach meine Farbe. Ist, ja, ich kann es nicht ändern, es ist einfach so. Und ich finde das total schön. Die Eichenblätter haben sich sehr gut geeignet, um sowas zu machen. Sehr schön, kann ich also total empfehlen. Wunderbar. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ja, es waren alle 20 oder 30 Blätter. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt letztlich geworden sind. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht hat es euch ein bisschen gefallen und probiert das unbedingt selbst auch mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spazierengehen in Wald und Wiese. Ich wünsche euch eine kreative Zeit, bleibt gesund und junkelt euch was Schönes. Tschüss!